Herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen OMSI 2 Folge hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet heute zu einer neuen Folge. Wir schauen uns heute mal wieder einen Payware-Bus an, und zwar ist es hier, ihr seht schon, der Regiobus von Bustrains. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den User Cruiser, der uns das Ganze nämlich schon bereits zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk zukommen lassen hat. Und wir wollen uns das Ganze heute direkt mal anschauen hier. Der ganze DLC kostet 15 Euro und ist natürlich auf Steam vorhanden erschienen. Da könnt ihr das Ganze kaufen und ist somit der dritte Bus-DLC von Bustrains. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich gestehen, denn es gibt leider auch dieses Mal keine irgendwie Preisreduzierung, wenn man zum Beispiel vorige DLCs besitzt oder sowas. Da könnte man ja irgendwie so einen kleinen Gutschein mit dazu packen, dass man vielleicht 5 Euro weniger bezahlt. Ist dem leider nicht so, und das finde ich ein bisschen schade, denn der Bus ist genauso wie der Coachbus, den es ja gibt, ja, also der erschienen ist, nicht ganz identisch, aber der Icarus, der I-260, glaube ich, müsste das Ganze sein, der Citybus, glaube ich, nennt sich das Ganze. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr so 100% sicher. Da haben wir auch einen Gelenkbus und sieht eigentlich dem schon recht ähnlich. Sagen wir das Ganze mal so. Hat zwar natürlich andere Aufbauten und muss man jetzt hier nicht wirklich jetzt so groß viel Worte verlieren. Wir wollen uns den Ganzen heute mal anschauen, sind auf der Karte Berlin-Reinickendorf unterwegs. Die Karte, die ich jetzt eigentlich ja immer benutze, um mal neue Busse vorzustellen und sonstiges. Ne? Da, glaube ich, eignet sich die Karte relativ gut. Und wenn wir mal so ein bisschen reinschauen, ne? Erwartet uns hier wieder mal gewohnte Qualität vom Bustrains. Das sieht alles recht scharf aus, also wenig verwaschene Texturen, ja, und sieht schön rustikal aus. So mag ich es ja eigentlich, ja. Also ich stehe ja nicht so auf diese modernen Busse und sowas. Bei mir kann es schon ein bisschen älter sein. Allerdings, was mir hier so aufgefallen ist, wir haben hier nicht so diese Spieltiefe wie jetzt zum Beispiel bei dem Coachbus. Ja? Der Coachbus, da kannst du ja wirklich den halben Bus, ja, kannst du sämtliche Türen öffnen und schließen und gucken und machen und tun. Ich glaube, ich habe bis heute noch nicht alle Funktionen rausgefunden. Liegt aber auch ein bisschen daran, denn es gibt nicht wirklich irgendwelche, so Blätterchen dazu. Also die Readme-Dateien oder wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Handbücher, das Wort ist mir nicht eingefallen, gibt's halt einfach nicht. Und das finde ich irgendwie, verstehe ich nicht, warum packt man nicht ein Handbuch mit rein? Man kann es doch in Englisch verfassen und dann ist es gut so. Ja, und zumal das Ganze ja auch wirklich offiziell verkauft wird, das finde ich schon ein bisschen schade. Was können wir hier in dem Bus so alles machen? Wir können natürlich hier so ein bisschen rumswitchen, können natürlich ein bisschen gucken. Ja, wir haben hier zum Beispiel Schilder, die wir hier rausstellen können. Hier ist auch noch mal eins, wo haben wir es hier? Komm her hier. Gib mir, genau. So, ne, da haben wir jetzt hier vorne diese ganzen Schilderchen drin. Die sind aber eigentlich irrelevant, die brauchen wir nicht. Wir haben die Möglichkeit, hier zum Beispiel auch einen Schlüssel reinzustecken und die Türen hier dementsprechend zu öffnen. Ja, wenn wir jetzt hier das Ganze mal kurz... Geht das jetzt? Kriege ich das jetzt hin? Ja. Na los, öffne dich. Genau, können wir hier einsteigen. Wir haben hier vorne eine Klappe, die wir hier zum Beispiel öffnen können, wo wir hier zum Beispiel noch sämtliche Schalter haben, die wir hier drücken können, um den Bus natürlich vorzubereiten und alles sowas. Also hier gibt es schon wirklich wieder viele, viele kleine Details. Anders als wie beim Coachbus haben wir hier leider keine Möglichkeiten, diese Klappen hier zu öffnen, oder? Schaffe ich es nur gerade nicht? Die sehen nämlich schon so ein bisschen so aus. Aber eigentlich kannst du ja gucken, wenn du jetzt so reinzwitschst, ne? Siehst du schon, hier ist keine Klappe. Aber man sieht hier so richtig schön detailliert mal so ein bisschen den Motor, wenn man hier mal so runtergeht. Andere Busse zum Beispiel, die haben ja unten einfach nur so eine schwarze Fläche oder sowas, und das war's gewesen. Aber Bustrains baut hier schon so ziemlich den kompletten Motor mit aus. Sodass du das halt zum Beispiel auch, wenn du hier oben die Klappen hier öffnest, kannst du dir den kompletten Motor halt einfach mal angucken, wie das Ganze halt dementsprechend funktioniert. Ne? Also das finde ich schon eigentlich eine relativ coole Sache, ja, wenn wir das Ganze mal hier so ein bisschen beobachten können. Das war aber auch schon bei... bei dem Coachbus so gewesen, da konntest du die Klappe aufmachen und dann konntest du dir das dementsprechend halt anschauen. So, jetzt ist jetzt natürlich die Frage, hier sind die Klappen, okay. Ah, das ist schon extrem cool gemacht, oder? Hier kommen wir hier vorne, hier zum Beispiel, da haben wir sogar ein Rädchen, an dem wir drehen können. Allerdings, wie gesagt, habe ich von Bus an sich her nicht wirklich jetzt viel Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier drehen und schalten und machen müsste, ja, um euch das Ganze jetzt dementsprechend zu zeigen, was man da jetzt in der Regel macht. Und da wäre einfach ein Handbuch einfach schon
wirklich von Vorteil, aber ist halt dementsprechend nicht dabei. So, wenn wir uns jetzt hier an unserem Fahrerplatz sitzen, ihr seht, ne, wir haben auch hier Tracker Air ist wieder mit dabei. Ich muss mal aber ganz kurz mal gucken, dass das Ganze halt auch richtig positioniert ist. Ne? Habe ich das gleiche Problem wie auch mit den anderen Bussen, sei es der Coachbus oder der Citybus, ja. Es ist nicht möglich, diesen Bus komplett richtig zu schildern. Ich weiß es nicht, das scheint über eine Rollbandanzeige zu funktionieren oder sowas. Ich krieg's halt einfach nicht hin. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu doof für oder sowas. Wenn ihr da irgendwie eine Ahnung zu habt, ich wäre euch mega dankbar, wenn ihr mir sagen könntet, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß zwar, dass ich das hier auf und zu machen kann und dementsprechend jetzt hier so auch so eine Rollbandbände habe, aber ich kann keine Rollband wirklich einstellen. Also das funktioniert nicht. Ich kann hier zwar das Zettelchen wieder rausnehmen, ne? Aber es ist halt, ja, nicht in der Sache. Normalerweise müsste dann nämlich hier denn drinnen stehen, wie das Ganze funktioniert. Also ich kann es mir sonst einfach nicht anders erklären. Und ja, sonst, wie gesagt, kriege ich das Ganze dementsprechend nicht wirklich hin. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwie eine Ahnung habt, dann könnt ihr mir das ja gerne mal zukommen lassen, wäre ich euch mega, mega dankbar. Aber ich habe das, wie gesagt, bei dem schon von Nix nicht hinbekommen. Beim Coachbus, geschweige noch beim Citybus. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt hier dementsprechend manuell einstellen, wo wir jetzt hinfahren wollen. Nein, wir sind ja auf der Linie, 13 war das jetzt? Oh, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe keine Ahnung. 27 sind wir. So, auf der Linie 27 unterwegs. Und dann können wir das Ganze jetzt hier einstellen. 27. Und das geht nach Falkenplatz. So, aber zumindest schon mal das Schildchen drin, damit wir wissen, wo es halt hingeht. Ja, also, dann passt das Ganze schon. Sonst haben wir hier unten noch eine Klappe, die können wir aufmachen und haben hier noch so ein paar extra Sachen, die wir hier zum Beispiel rausholen können, wie eine CD und so weiter und so fort. Ja, nee, das kannst du bitte gerne wieder abnehmen. Das finde ich furchtbar. Und ja, jetzt haben wir hier unseren Fahrplan. Na, wir haben hier ein Radio mit CD, wo wir hier zum Beispiel unsere eigenen MP3s hören können. Ja, und wenn ich gerade mich mal so umgucke, ihr seht's, es handelt sich hierbei nämlich um einen Schaltbus. Wir müssen hier manuell schalten. Ja, also das wird großartig. Davon gibt's nicht wirklich viele Busse. Freue ich mich, dass es sowas immer mal wieder so gibt, ja, dass man ja solche Busse noch in OMSI wiederfindet halt, ne? Und sonst haben wir hier zum Beispiel hier unten an der Kassette können wir zum Beispiel noch einstellen die Linie und die Route. Ja, wir sind jetzt auf der Linie 27, hatte ich gesagt, unterwegs. 02700. Enter. Und Route 2. Altheiligensee. Nein. Route 1. Oh. Nein, nein, nein. Wo ist die Kassette jetzt hin? Hä? So. So, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. So, Route 1 nach Falkenplatz, genau. Und ja, jetzt können wir die Kassette zum Beispiel einsetzen. Und dann sollten dementsprechend auch die Ansagen funktionieren. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir langsam mal den Bus starten sollten, denn der braucht ein bisschen, bis der warm wird. So, können wir die Klappe hier schließen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel nämlich so einen Druckluftbehälter, ja, wo wir den ganzen Bus ein bisschen warm laufen lassen müssen. Und ihr seht auch, dass sich da die Anzeigen da füllt. Ja, also die linke zuerst, ja, mit Druck. Die kannst du halt einfach vorglühen lassen. Irgendwann sollte der fertig sein, aber du kannst natürlich auch ein bisschen beschleunigen, indem du halt ein bisschen Gas gibst. Kostet natürlich aber Benzin, ne? Natürlich vergessen. So. Und jetzt seht ihr, wie sich die rechte Nadel jetzt auch bewegt. Und sobald die richtig aufgeladen sind, sind wir eigentlich einsatzbereit und pimpen dann losfahren. Sehr schön. Und ja, ich weiß gar nicht. Wir haben noch 3 Minuten, das passt. Schaut ganz gut aus. Können wir das Ganze dementsprechend denn schön vorglühen lassen.
Was haben wir hier unten zum Beispiel noch? Hier Temperaturregler an der rechten Seite hier. Ne? Also da haben wir hier Temperaturregler. Und hier zum Beispiel sehen wir auch noch so kleinere Sachen, die wir an- und ausschalten können, um halt ja, Hitze zu erzeugen. Ja, ne? Heizung an. Wird eigentlich passen. Immer noch hier Licht anschalten. Brauchen wir ein bisschen mehr Druck hier. Komm. Komm ab hier. So, ihr seht, Druck ist jetzt bei meinen da. Und bedeutet jetzt, wir können die Tür hier vorne einmal nachschließen. Ich schaffe jetzt. Tür ist zu. Allerdings habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich den Schlüssel hier rausbekomme wieder. So, denn. Oh, ist wieder die Tür offen. Sowas aber auch. Na ja, ein bisschen Frischluft. Kann nicht schaden. So, nee, hier, lass mal hier. Was ist jetzt wieder mit der Tür los hier? Warum will die denn jetzt nicht? Ich habe hier vorne auf den Taster aufgedrückt, vielleicht deswegen. Das ist gar nichts. Ich krieg den Schlüssel nicht raus. Ja, genau. Jetzt ist wieder so dieser Moment des Vorführens, wo es einfach wieder nicht funktioniert. Schaut ganz gut aus. Ah, guck mal jetzt. Wow. Ja, also, jetzt gehen sie auf und zu. Das ist immer der Moment des Vorführens, weißt du? Traumhaft. Ja, wie gesagt, ich wollte den Schlüssel rausbekommen, ich habe keine Ahnung. So. Muss jetzt drin bleiben, Schlüssel. Fällt da halt weg. Aber das ist halt das Problem, was ich meinte. Mit von wegen so ein paar Tutorial, also so ein paar Handbücher wären vielleicht in der Regel nicht so verkehrt, aber gut, so ist das. So, wir können abfahren.
So. Hallo. Eben gerade funktioniert sie die ganze Zeit, ja, und jetzt spinnt sie rum oder was? Also, Technik manchmal, die begeistert wirklich. Friedhof. So, alles einsteigen. Hallo. Beispiel wahrscheinlich ein idealer Bus, so für die Karte Tettau zum Beispiel, ja. Also so eine alten ländlichen Karten bieten sich diese Busse natürlich übelst gut an. Ich glaube, das müssen wir uns mal bei Zeit nochmal vornehmen, dass wir das Ganze mal machen. Noch, wenn sie es nicht wären. Ach ja, genau. Weißt du, auf die Jungspur habe ich gewartet. Ich habe jetzt gerade keinen Dong gehört oder sowas. Hätte ich jetzt hier nicht zur Seite geguckt, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass der jetzt hier aussteigen will. Also das ist natürlich auch, zumal auch, das ist mir auch schon bei dem Citybus damals aufgefallen, ich glaube bei dem Putbus sogar auch,
Die steigen immer vorne aus. Die steigen gar nicht hinten aus oder sowas. Ne? Also diese Türen hier hinten sind meistens immer total irrelevant. Kann ich mal probieren. Gut. Da wird keiner aussteigen. Die stehen auch immer alle da. Ja? Also ich weiß nicht, hier gibt es immer so kleinere Sachen, die halt nicht so super sind. So, wir müssen nach links. Kein Dog. Ich habe bloß gelesen, dass hier ein Haltewunsch ist. Mal gucken, stellen wir das hinten aus? Ja, ist da ein Bus. So, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen unserer Linie 27. Wie gesagt, die bietet sich absolut großartig für so Busvorstellungen. Von daher finde ich sie ganz super. Ja, also das ist auf jeden Fall der Regiobus von Bustrains. Also es gibt wahrscheinlich immer noch so einiges, was ich hier nicht gezeigt habe, aber ihr müsst es leider entschuldigen, denn wie gesagt, ohne Handbuch zeigt sich sowas relativ schlecht. Deswegen, also solltet ihr da irgendwie noch was haben, was ich vielleicht noch nicht gezeigt habe, dann könnt ihr das ja gerne mal posten. Ja, also es wäre schon mal cool, wenn wir den hier mal zum Beispiel auf Tettau testen oder sowas. Das kriegt irgendwann, das könnte ganz witzig werden, wenn wir uns das Ganze hier dementsprechend mal anschauen. Und sonst, wie gesagt, 15 Euro an sich vom Preis her bin ich jetzt so nicht, sage ich, ist okay. 15 Euro für den Bus. Allerdings, was ich nicht so ganz so schön finde, und da sollte vielleicht der Entwickler nochmal drüber nachdenken, meiner Meinung nach, ja, wenn man schon vorige Busmodelle besitzt, ja, ob man da nicht irgendwie so einen kleinen Rabatt springen lässt halt für Vorbesitzer, denn wie gesagt, dieser Bus ist halt wirklich nichts anderes als der Citybus, den es auch schon gibt, ne? Von der Form halt komplett identisch, halt mit anderen Ausführungen halt, aber sonst hat sich an diesem Bus halt einfach nichts verändert, ja. Da finde ich, da könnte man vielleicht, ja, nicht gnädig, aber vielleicht einfach mal zuvorkommend sein, dem ja, dem Consumer entgegen. Finde ich persönlich. Aber gut, das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ich weiß ja nicht, wie ihr das Ganze so seht. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Schreibt es unten rein. Lasst es mich wissen, was ihr anders machen würdet, wenn ihr zum Beispiel halt schon den dritten Bus auf Steam veröffentlicht. Und ja, damit bleibt mir halt nichts anderes zu sagen als danke wieder mal fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja.